Ja, liebe Tennisfreunde, weiter geht's. Matchpoint Tennis Championships, die Karriere. Und bevor wir in das Budapest-Turnier einsteigen, ich habe mich jetzt erstmal für ein kleineres Turnier entschieden, weil ich ja mittlerweile seit einigen Folgen auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad spiele und der ist schon natürlich gegen die Top-Leute doch sehr fordernd, muss ich sagen. Aber macht ja schon auch Spaß so. Davor nochmal ein kleiner Tipp, wenn ihr trainiert. Dann habt ihr ja links Fähigkeiten. Und hier seht ihr das zum Beispiel, Fähigkeitslimit 40. Das heißt, ihr solltet beim Training aufpassen, dass ihr auch ab und an mal den Coach wechselt. Ich hatte davor einen Coach, der hatte nämlich bei Aufschlag das Limit 40 und hatte das ja da schon erreicht und hätte diesen Coach dann quasi für weitere Trainings verschwendet. Das Spiel sagt euch aber vor solchen Trainings auch, dass da ein gewisses Limit bei dem Trainer erreicht ist. Dann also den Trainer wechseln, damit ihr andere Fähigkeiten trainiert, damit ihr dort auch entsprechend weiterkommt. Das jetzt mal nur am Rande so und jetzt steigen wir in das entsprechende Turnier ein. Willkommen aus der Magic City. Wir sind in Miami, genauer gesagt in Miami Gardens. Und hier beginnt jetzt die Qualifikation. Okay, jetzt bin ich natürlich in das andere Turnier eingestiegen, aber egal, dann spielen wir halt das alles gut gegen den Neuseeländer Max Murphy. Und dann schauen wir mal, wie wir uns hier schlagen. Den hätte ich tatsächlich im Aus gewählt. Da habe ich zu schnell aufgehört zu spielen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Glück gehabt. Und ich muss sagen, dieser Hartplatz spielt sich cool. Dann nehmen wir halt die Herausforderung mit den Miami Open an. Ist es auch in Ordnung? Jawohl. Schöner Punkt von Mike Minger. Gut vorbereitet mit einem klasse Aufschlag. Gut Jawohl. gemacht. Er holt sich dieses Spiel. Mike Minger geht im ersten Satz mit 1 zu 0 in Führung. Ah, komme ich nicht hinterher? Aber ist ja auch realistisch, muss man ja auch mal sagen. Den sollte er normalerweise nicht kriegen. Stark. Sehr schöner Lob. Klasse platziert. Ja, keine Chance. Keine Chance. Ja, sehr schön. 30 beide. Ah. Da geht ja's. So ein Mist. Second Serve. Jawohl. Sehr gut. Ah. Murphy schwimmt im Aufschlag. Boah. Klasse. Klasse von Murphy. Klasse Ball. Ah. Ah,
die Lobs, die kann ich. Dann hat er jetzt tatsächlich die Möglichkeit, ihn die Lobs kann ich. Ja! Das gibt's doch nicht. Stark! Das war sehr wichtig. Ja! Sehr schön. Gut zum Ball gestanden. Mike Minga. Schade. Unnötig. Schöner Ballwechsel. Egal, wer den gewinnt. Ja. Ah. Wichtig. Was? Was? Den hätte ich prüfen lassen, aber das geht ja leider in dem Spiel nicht. Ja! Auf den Fehler so ein bisschen gelauert vom Gegner. Ah, da bleibt er cool in sehr gut. Entscheidenden Moment und belohnt sich mit dem Spielgewinn. Den kriegt er nicht. Wobei der von hier aussah, als muss ich ganz ehrlich sagen, als wenn er einen halben Meter am Aus war. Bisschen jetzt als Stoppball gespielt. Ja! Ha! Perfekt wieder gespielt, der Lob. Einfach nutzen. Drei Breakchancen am Stück. Oh Gott, was war denn das bitte? Da ist tatsächlich. Jawohl! Ah! Da muss ich den Punkt machen. Der war drin, ich lach mich tot. Jetzt bin ich voll im... Ja!
Schade. Gegen die Laufrichtung geschlagen vom Gegner. Schöner Punkt von ihm. Keine zwei Meinungen. Ja, schön unter Druck gesetzt. Kam er aus der Ecke nicht mehr raus. Mit einem präzisen Schlag. Oh! Da behält er am Ende die Oberhand. Und jawohl! Das ist natürlich schon stark. Und wer die Ballwechsel hier so ein bisschen gesehen hat, der wird eigentlich nicht zu dem Ergebnis gekommen sein, dass es bis hierher ein 5:0 für mich sein könnte, muss man auch ganz ehrlich sagen. 15 beide. Oh. Nanu. Ah, schade. Ah. Ein Aufschlagspiel wird er sich also hier wohl mindestens holen im ersten Satz. Oh. Ach, da komme ich nicht dran. Das war so ein bisschen abzusehen. Das kostet ihn jetzt dieses Spiel. Schade. Da war eigentlich die linke Seite komplett offen. Aber da hatte ich mir irgendwie gerade den Punkt so hingelegt, dass ich gegen die Laufrichtung spiele. Stark! Da gibt es überhaupt nichts für den Gegner zu halten. Jetzt wird's knifflig. Das ist der Matchball für ihn. Qualifikation ist ja dann immer ein Satz. Ja! Die Bäckerfaust. Mike Minga in der Qualifikationsrunde im Elite-Turnier in Miami. Mit 6:1 setze ich mich gegen meinen Gegner durch. Eine klare Kiste. Ein richtig gutes Match und dementsprechend auch ein klares Ergebnis. Schauen wir uns doch mal die Statistiken an. 0:2 Asse, okay. 1:0 Doppelfehler, okay. Aber was hier natürlich auffällt, ich habe 84% Punkte gemacht nach ersten Aufschlag. Der Gegner nur 31, 10:7 Winners, vor allem aber auch Unforced Errors bei Max Murphy mit 13 dann in einem einfachen Match mit einem Gewinnsatz. Einfach too much Break Points, dazu noch zwei von mir. Ich marschiere durch und wir schauen uns mal an, gegen wen ich dann hier in der ersten K.O.-Runde sozusagen spiele und das ist die an Nummer 84 gesetzte gegnerische Nummer, natürlich mit einem Spieler behaftet, mit Mortensen, den Amerikaner. Wir schauen uns mal unseren Baum hier an. Kyrgios gegen Beals, 1:7, unten ist Alcaraz gegen Peer, 16:27, es könnte also theoretisch im Halbfinale ein Kyrgios gegen Mike Minga kommen, soweit sind wir noch nicht. Wir gucken uns mal den anderen Stammbaum an, dort sind eigentlich alles Gegner
zumindest was die Weltrangliste angeht, auf Augenhöhe. Sehr interessant. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und reingehauen.